So, dann Spiel fortsetzen. Dann schauen wir mal, was wir jetzt mit dieser, ja, Sternenkarte. Also ich finde das echt hübsch hier. Jetzt sehe ich hier den Sternenhimmel. Die Sternzeichen, die eingezeichnet. Wow, okay. Das ist ein Riesengerät, eine Riesenplatte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei den leuchtenden Dingern? Nee, die kann ich mir nicht angucken. Ich guck mal in der Mitte. Ein kleiner Spalt genau in der Mitte des Tisches. Ja. Aber, ich habe noch nichts, was ich da hineinstecken könnte. So, dann gucke ich mal hier. Kann ich hier dran drehen? Nein. Hier ist aber ein Zahnrad. Und hier ist so ein. Ah. Okay, wenn ich das verschiebe, dann dreht sich hier alles. Ah. So. Das passt. Naja, nicht 100%. Kann ich das jetzt nicht mehr zurückschieben? Ach, das hat sich geöffnet. Oh, das ist mir jetzt irgendwie gar nicht aufgefallen. Ein Messingkurbelgriff schon wieder. Und eine neue Nachricht. 15. August. Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe die Beschwörungsformel genauestens eingehalten. Astaroth ist nicht erschienen. Keine Antworten haben sich offenbart. Mehr Fragen. Die Visionen haben zugenommen. Sie bedrängen mich und ich kann mich nicht allzu lange an einem Ort aufhalten. Ich versuche, sie im Blick zu behalten, doch die Linse schmerzt meinen Augen. Ich habe ein Mittel gegen die Schmerzen zusammengestellt. Wer mir folgt und dieses Tagebuch findet, ich vermag dies nicht zu beschreiben. Die Welt der Menschen kennt keine Worte, mit denen es sich erläutern ließe. Das Haus ist nunmehr so sehr gewachsen, überall finden sich Räume. Das klingt alles sehr mysteriös. Ich weiß nicht so genau, was das zu bedeuten hat. Aber okay. Nun hat sich das geöffnet. Und wir haben diese Messingkurbel. Was kann ich mir denn hier noch genauer angucken? Das hier. Ich dachte, das könnte ich drücken, aber das kann ich nicht. Ja, da gibt es sonst aber nichts zu sehen. Hier ist noch so ein Sechseck. Das lässt sich bestimmt alles irgendwie öffnen. Fragt sich nur wie. So, ich weiß nicht, ob diese Kurbel, die passt nicht in die Mitte. Ah, aber hier, wieso kann ich nicht da unten hin? Hallo? So, da muss die, glaube ich, rein. Eine kleine Fassung. Das passt. Dann drehen wir mal da dran. Kurbel, 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 Kurbel. Na komm schon. Ist gar nicht so einfach. Aha. Und dann fährt da oben was raus. Es ist schön, wenn das immer größer wird, was man hier hat. Ach, du Emine. Non est ad astra mollis aeteris 6. Ja, keine Ahnung, was das heißt. Ich kann keine Leiter. So, hier sehen wir. Ich vermute mal, das sind Sternzeichen. Das sieht aus wie ein Schwert. Und hier sind noch solche Symbole. Aha, das konnte man nur einmal drehen. Okay. Wo sehe ich das denn hier? Sehe ich das auch am Himmel irgendwo? Nicht so wirklich. Okay, was hat sich jetzt hier mir offenbart? Ach du Jemine, hier muss ich doch bestimmt damit durch. Aha, da ist das Schwert. Ah, hier muss ich wieder dieses Ding zusammenbauen. Ich sehe das doch schon. Kann ich das nicht irgendwie drehen? Nee. Aber wie? Das ist irgendwie. Das passt gar nicht. Dann gucke ich hier leider nicht mehr rein. Aber, ah. Hier sehe ich jetzt auch etwas. Pfeile, die nach oben und unten zeigen. Das ist interessant. Kann ich denn da von der anderen Seite drauf gucken? Das bringt aber nichts, ne? Nee. Und noch näher ran? Ach doch, ich kann noch näher ran. Okay. Das war wahrscheinlich das Problem. Ich war nicht nah ran genug. Nah genug ran. Ein lautes Uhrenticken. Das sind immer diese interessanten Räume, also. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf die Auflösung.
was am Ende dabei rauskommt. Irgendwie passt das vorne und hinten nicht. Das war sonst irgendwie einfacher. Aber hier so ganz am Rand, das kann ja auch nicht funktionieren. Und nu? Ah, jetzt lässt sich das auch drehen. Okay. Ich verstehe. Dann gucke ich mal, wie das am besten passt. Ah. Nee, noch ein bisschen. Okay, ich glaube, so ist nicht so gut. So könnte ich den Winkel eventuell... Ja. So passt es. Oder? Ja. Wunderbar, wunderbar. Oh. Auf einmal ist das, ist dieser kleine Dolch da. Ein verzierter alter Dolch. Finden wir hier irgendwas? Man muss ja erstmal alles angucken, ne? Nee. Aber der passt vielleicht in die Mitte des Tisches. Tada! Oha. Ach du Jemine. Denn das erinnert mich ein bisschen an bei Contrast. Diese Solarmaschine. Ach du Jemine. Ach du Jemine. Blau, 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 Blüte, Enzian. Und nu? Okay, das ist, glaube ich, nicht richtig. So sind die alle rot. Und was ist, wenn ich die Hälfte blau mache und die und dann so? Nee, das bringt gar nichts. Huch. Okay, hier muss ich auf jeden Fall irgendwas mitmachen. Ich weiß noch nicht genau was. Und was hat es hiermit auf sich? Das ist, da kann ich aber noch nicht näher ran. Ja? Ich darf mir das nicht angucken. Schade. Okay, also zurück zu diesem Ding. Aha. Leuchten die jetzt... Warte. Also das sieht irgendwie... Hier sehen die alle gleich aus, ja? Ich weiß nicht so richtig, was ich hier tun muss. Ich glaube, ich muss erstmal woanders gucken, um die Informationen zu kriegen, die ich brauche. Vielleicht hier unten? Nee. Hier sehe ich nichts Tolles. Was ist denn hier? Das ist jetzt auch neu. Eine große runde Aussparung. Aha, da fehlt also noch irgendwas drin. Und sonst kann ich... Ja, ist ja gut. Sonst kann ich damit noch nichts tun. So wie es aussieht. Okay. Aber kann ich irgendwie diesen Dolch darstellen? Oder irgendwie hier so ein Symbol? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt nochmal da drauf gucke... Ah! Okay, das ist einfach. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Da, 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 da. Und nun? War das so richtig? Nee, oder? Doch. Also so war es richtig. Und nun? Okay, jetzt fängt das an zu leuchten. Das ist hübsch. Muss ich jetzt hier nochmal draufdrücken?
Okay, wir hatten eben den Dolch. Und was kommt als nächstes? Das Auge. Das Auge. So, jetzt dreht sich das auch noch. Kann ich da irgendwas mit tun? Nee. Hier fehlt mir aber noch was für die Aussparung. Muss ich jetzt nochmal hier reingucken? Ich glaube schon. Okay. Das dreht sich jetzt so. Und ich muss das jetzt im richtigen Moment an der richtigen Stelle haben? Sehe ich das korrekt? Ach du Jemini, wie soll das denn gehen? Und wie kann ich das beeinflussen? Ah, hier sehe ich schon mal, was ich dann als nächstes wieder da eingeben muss. Oder muss ich das jetzt schon eingeben? Ich mache das mal jetzt. Vielleicht stoppt es dann. Ja, sehr gut. So, jetzt kann ich das jetzt selber drehen oder muss ich einfach nur... Okay. Und da ist das Auge. Ein großes Goldamulett. Ja, das muss ja dann wahrscheinlich jetzt in diese Aussparung hier. Tada! Also ich finde das schon cool hier. Diese ganzen Objekte und wie das zusammen funktioniert. Ah, jetzt kann ich das drehen. Ha. Und dann dreht sich das in der Mitte mit. Das hilft mir aber hier, glaube ich, nicht. Kann ich irgendwie diese Bolzen bewegen? Nee. Okay, hier gibt es so verschiedene... Ich weiß nicht genau, wie sich das in der Mitte hier drehen soll. Ob ich hier irgendwie einen Hinweis habe? Ach ja. Ich weiß. Hier, ich muss da drauf gucken. So. Die Frage ist, wo müssen die Pfeile hinzeigen? Das weiß ich nämlich nicht. Also wenn ich das jetzt noch ein Stückchen so mache. Jetzt ist das einfach nur andersrum, ne? Da passiert gar nichts. Hm. Oder ich gucke nochmal... Ach, das ist jetzt... Hä? Interessant. Aber... So scheint es noch nicht richtig zu sein. Drehen wir nochmal hier dran. Machen wir mal... Das so? Gucken da nochmal hier durch. Nee. Das nutzt mir immer noch nichts. Ich weiß halt nicht, wo die Pfeile hinzeigen sollen. Vielleicht noch ein Stückchen mehr zurück. Jetzt war es wieder ein bisschen zu weit. Also so war es am Start. Da sieht man hier einfach diese... Und hier ist ein Loch. Ist das da immer? Nee, das ist noch nicht offen. Ah, dann nimmt mir immer dieses Herzklopfen. Okay, was haben wir? Wie haben wir das so? Jetzt zeigt das irgendwo hin, keine Ahnung. Also so ganz habe ich das jetzt noch nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wo die Pfeile hinzeigen sollen. Ganz einfach.
Weil das hier gibt mir nicht so richtig Aufschluss. Gucken wir nochmal hier durch. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also das hier, das öffnet sich dann bestimmt, wenn ich es richtig mache. Nur, wie ist es richtig? Kann ich hiermit noch was machen? Naja. Aber da hatte ich jetzt keinen Hinweis, was ich da anklicken soll, richtig? Soll ich mir nochmal einen Hinweis nachkommen? Der Holzrahmen. Ich kann geradewegs durch ihn hindurchsehen. Ist das ein weiter... Was? Ist das ein weiteres Muster für die Tasten? Ach so. Oben in der Mitte. Ah, okay. Ich verstehe. Dann drehen wir noch ein bisschen weiter. Dann habe ich unten zwei. Ich kann das ja eigentlich schon mal eingeben, oder? Oben in der Mitte, unten zwei. So. Dann drehen wir hier nochmal. Da, dann einen. Dann drehen wir noch ein bisschen weiter. Und dann habe ich hier zwei. Okay. Das hat funktioniert. Und herauskommt eine Art Globus. Naja, nicht wirklich. Oh. Geil. Die Energiequelle zur Nutzbarmachung des Nullelements. Was? Das ist interessant. So, als nächstes haben wir hier dieses Ding. Ich kann mich mir das mal kurz angucken. Das sieht sehr interessant aus. Geil. Okay, dann schauen wir mal wieder hier durch. Oh. Kann ich das irgendwie bewegen? Oder muss ich jetzt mit diesem Ding arbeiten? Ah, ich sehe. Oh. Hä? Jetzt bin ich hier irgendwie drin? Ah, ich kann näher ran. Und dann kann ich das drehen. Okay. Dann drehen wir das mal so, bis es passt. Naja, aber so passt es noch nicht. Ach so, das muss an diese Seite. Okay. Tada! Und nun? Hier stelle ich jetzt das Ding drauf, ja? Wow. Das, okay. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Hier öffnet sich eine Tür. Oh mein Gott. Ah. Kapitel abgeschlossen. Schöner Fortschritt, aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? Errungenschaft freigeschaltet. Hohepriester. Tja, was mag wohl hinter dieser Tür lauern. Wir werden es sehen.